Reichsleiter, es ist passiert. Ich melde, der Führer ist tot. People of the Reich and its territories. As Acting Chancellor Martin Heusmann, I'm here to inform you of a great tragedy. Our glorious Führer, Adolf Hitler, has passed away. The period of mourning that will follow the celebration of the Führer's life will happen in a few days. It was believed that the death of the Führer was due to natural causes. But after a serious investigation by the most renowned doctors of the Reich, we have found out that the blood of the Führer was tainted with a rare poison. People of the Reich, it is our understanding after the investigation that our glorious Führer, Adolf Hitler, was assassinated. Following our investigation, it was found out that our closest allies were the ones responsible for the assassination. Be assured that our vengeance will be swift and proportionate. This crime is nothing else but an act of war. Ну, по всему гестапо, вражеские жучки. Даже на крыше. Господа, он ведь галимый шпион. Вы перед тем, как изменой родине стремать улики подтянули? К сожалению, прямых улик нет. Тогда фильтруйте базар. Иначе вам грозит интимная эпиляция и резкое смягчение стула. Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steinhain, versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist kein Argumenten zugänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Sie verrückt. Er wird uns einfach rausschmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte?